Weil diese Einwände, die man findet, die lassen sich oft sehr schnell entkräften und sogar lächerlich machen. Ich habe das in den FAQs auch geschrieben, das Literaturzitat, das man also auf Wikipedia dazu findet, dass DMSO angeblich schädlich sein würde. Das beruft sich auf den Artikel in einer Geflügelzüchterzeitschrift, auf eine seltsame Forschungsarbeit, in der man isolierte Truthahnsamen mit DMSO zusammengebracht hat, also sozusagen in der Petrischale im Labor. Also etwas komplett Abstruses, was, wie gesagt, auch im Widerspruch steht zu jetzt fast 60 Jahren therapeutischer Erfahrung mit DMSO weltweit letztendlich, ja. Ich habe immer gern dieses Fläschchen hier dabei bei den Seminaren. Kann man jetzt nicht so gut sehen, glaube ich, das Etikett. Das ist das DMSO, welches in der gesamten Russischen Föderation in jeder Apotheke frei verkäuflich im Regal steht. Also wie gesagt, ein typisches Hausmittel, reines DMSO in der Flasche ist dort überall käuflich für einen unglaublich niedrigen Preis. Das ist also letztendlich auch dann etwas Subventioniertes, kann man sagen. Und daran sieht man also, ja, wenn irgendjemand schreibt, DMSO wäre nicht förderlich für die Zellen, dann ist das schon etwas sehr Seltsames, weil Zehntausende wissenschaftliche Artikel letztendlich zu anderen Ergebnissen kommen und zu sehr, sehr positiven Ergebnissen kommen. Das Anwendungsziel ist einfach erstmal festzulegen, weil, wie gesagt, es gibt keinen Beipackzettel, es ist kein Fertigarzneimittel, das irgendwo über den Tresen gereicht wird von weiß gekleideten Menschen. Ich habe natürlich im Labor auch immer einen weißen Kittel an, selbstverständlich. Also es gibt da keine typischen Beipackzettel oder so etwas. Das heißt, man überlegt sich eben, wofür man es einsetzen will und muss dann entsprechende Verdünnung, eine Verdünnung herstellen. Und das ist sehr, sehr simpel. Man kann dann zwischen verschiedenen Verdünnungsflüssigkeiten wählen oder es eben als Fertigprodukt, als Gel oder Creme sogar erwerben. Also das sind dann die individuellen Feinheiten. Die frohe Botschaft ist, in diesen 5 Jahren jetzt ist ein wunderbarer Markt entstanden mit Angeboten zu DMSO. Einen wichtigen Punkt gibt es dazu noch, nämlich ich habe es ja eingangs gesagt, es geht um die hohe Reinheit des DMSO. Wenn wir es für uns, für unseren Körper anwenden wollen, sollten wir also keinen Kompromiss machen, was die Qualität angeht. Und da ist es nun leider so, die Marktsituation, dass es immer noch, für mich völlig unverständlich, aber immer noch Verkäufer und Shops im Internet gibt, die keine pharmazeutisch zertifizierte Qualität verkaufen. Das ist also erkennbar an der Abkürzung ph.eur. Also DMSO ph.eur. ist die offizielle Abkürzung für die pharmazeutische Ware. Im englischsprachigen Bereich nennt es sich PG, also Pharma Grade heißt das dann. Also darauf sollte man dringend achten. Und selbst wenn also im Internet noch so verlockende Hochglanzseiten mit ihrem DMSO werben, sollte man trotzdem darauf achten, ob die Flaschen wirklich mit dieser Abkürzung beschriftet und bezeichnet sind, weil das eben die Reinheit garantiert, die wir einsetzen wollen für körperliche und therapeutische Anwendungen.